Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Part hier bei Chernobylite mit eurem Bobas. So, schauen wir doch mal, was es Neues gibt. Ego, hast du einen Moment Zeit? Jo, was ist los? Ich habe die Nahaktivität überwacht. Es sieht so aus, als würden sie sich auf einen großen Transport von Munition vorbereiten. Vielleicht auch ein paar Essensrationen. Wir könnten sie gebrauchen. Interessiert? Logisch? Sicher. Es sieht so aus, als würden wir eine Weile hier bleiben. Okay, dann schauen wir doch mal, was es da für Aufträge gibt. So, Mission zuweisen. So, Oliver, warum hat der... Oh, der ist angeschlagen. Ich würde sagen, Munitionsabwurf werde ich ihm hier zuweisen. Und ich werde schauen... Waffentransport. Was? Pripyat-Zentrum erkunden. In diesem Teil der Zone passiert derzeit nichts Wesentliches. Es kann auf der Suche nach Ressourcen und Lebensmitteln besucht werden. Ruhe in der Basis. Ich würde sagen, ich gehe erst einmal dahin. Was ist hier eigentlich? Ja, das, ich denke mal, dass wir das immer noch machen können. Ich würde tatsächlich erst einmal hierhin gehen. Und mal ein bisschen nach Lebensmittel und so weiter suchen, dass wir da was haben. Jetzt weiß ich nicht, kann ich, wenn ich das hier anklicke, auch ihn? Nee. Also er muss dann entweder das oder das machen, ne? Erfolgschance 43%, 63, 50, 66. Vielleicht ein Munitionsvorrat, ja? 63%. Ich denke, das ist noch am besten, wenn ich ihn da hinschicke. Und ich erkunde das Ding. Mal schauen. Machen wir einfach mal. Bist du sicher, mit der Mission beginnen willst? Jo. Was soll man verlieren? Sehr viel können wir nicht verlieren. Wir sind noch ganz am Anfang, ne? Okay. Tag 2, Pripyat-Zentrum, Nachmittag. Okay, hol mal dein Dingsen raus. Scan mal. Okay, Moment, jetzt muss ich nochmal schauen. Wir können, genau, auf der 7 haben wir die Pistole, ne? Jo, mit einigen an Schuss. Chemikalien heben wir natürlich auf. Schauen wir uns mal die Karte an, ganz kurz. Leco mio. Also da müssten wir quasi hin. Es sind einige Punkte, wo wir hin sollten. Aber ich denke, dass es nicht so ganz ungefährlich ist. Also wir werden mit Sicherheit hier in irgendeinen Konflikt kommen. Okay, ich versuche jetzt erst einmal... Oh. Nein. Rechtsklick. Scan. Ah, jetzt. Ich musste das quasi nochmal aktivieren. Aber hier ist nichts, ne? Hier komme ich auch nicht rein. Naja, gut. Schauen wir uns einfach mal um ein bisschen. Also wir gehen schon auf jeden Fall in die richtige Richtung. Durchsuchen. Hier, was haben wir dafür einen Transporter? Also ein Jeep? Da vorne haben wir noch was. Pilze? Das dauert recht lang mit dem Scanner. Aber ich will mich natürlich umschauen. Ich will nicht mit leeren Händen im Grunde zurückkommen.
So, hier zeigt es Radioaktivität an. Ich denke mal, dass es nicht so gut ist, da lang zu gehen. Nochmal scannen. Na gut, wir gehen mal in Richtung der Fragezeichen. Komme ich hier durch? Ja, gehen wir mal lieber darum. Das schaut mir nicht so ganz geheuer aus hier. Machen? Nein. Aber was ich auf jeden Fall mal Lebensmittelrationen, schauen wir mal. Nein. Oh. Da vorne ist was, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, wie komme ich da hin? Muss ich da unten in den Tunnel? Oh nein. Verwenden Sie Flair. Verdammt. Oh. Solche Melodien, die machen mich dann immer... Oh. So, schauen wir mal weiter. Da irgendwas schon sehe. Hier kann ich nichts nehmen, ne? Es speichert. Ist das gut oder schlecht? Aufstehen kann ich hier nicht. Ja. Dachte ich mir doch. Ja, nichts als Beute, ne? Okay, wir schauen mal ganz kurz auf die Map nochmal. Also im Grunde muss ich darüber, ne? Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll, mich mit denen da anzulegen. Da sind Kräuter, da vorne ist irgendwas. Habe ich gedacht, dass man da vielleicht in dem Rucksack was finden könnte. Was sind denn da? Hinweis, taktischer Bericht. Lesen. Oh Gott, nein, das ist mir zu viel Englisch. Sicherheitsprüfbericht für Kraftwerke. Präambel. Angesichts des vorherigen Vorfalls wurde ich von General E. Koslov ermächtigt, ein Audit unserer aktuellen Sicherheitsmaßnahmen im Kraftwerk sowie des allgemeinen Bedrohungsbewusstseins des Personals der Einrichtung Sicherheitsmaßnahmen auf das Maximum zu erhöhen. Sicherheitskoordinator. Okay. Alles klar. Zurück. Haben wir es gelesen. Gibt es hier irgendwas essensmäßig? Das sind irgendwelche Rationen. Ups.
Ist natürlich die Frage, ne? Wohin schauen die? Werden die mich sehen, wenn ich mich dorthin schleiche? Gewehrmunition, Kräuter, elektronische Teile. Okay, die sind gut beschäftigt. Okay, da würde ich natürlich auch noch mal gerne reinschauen. Oh Mann, das sind ganz viele Essensrationen. Oder sonstiges Zeug. Also an das Zeug werde ich nicht rankommen da. Aber vielleicht kann ich mir so die Einzelsachen hier holen. Andere Zeug werde ich nicht nehmen können wahrscheinlich. Weil die stehen genau davor. Nee. Okay, gehen wir mal hier zurück. So Sneaking ist eigentlich immer recht interessant, irgendwo durchzukommen, ohne jemanden aufzuschauen. Ja. Der schaut nicht gut aus. Kann auch nicht aufmachen. Na ja, gut. Wir müssen sowieso in die Richtung. Ich bin mal gespannt, ob wir noch jemanden über den Weg laufen. Man merkt schon, ich bin wieder sehr, sehr ruhig, weil ich einfach ein bisschen angespannt bin. Hier. Es ist, sowas ist spannend, finde ich. Wir laufen jetzt im Grunde genau auf das erste Fragezeichen hier zu. Da ist ein Heli abgestürzt. Ich habe mich nicht gesehen. Aber das ist eine Vogelscheuche. Das war ein Ghost. Da stand nämlich jemand hier. Oh oh. Ich häng fest. Warum? Ich hänge. Warum hänge ich jetzt hier fest? Verdammt! Ich komme hier nicht raus.
Sekunde. Lade letzten Kontrollpunkt. Muss ich leider machen, weil ich hänge hier wirklich total fest. Letzte gespeicherte war vor 43 Please. Sekunden. Please, Anna. You see, Tanya, we were all thinking you would want to be a violinist like me. Or a dancer. Oh, too bad. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt da festgehangen bin. Aber es ist gut, dass der letzte Speicherpunkt bloß 45 Sekunden her war. Okay. Also. Da liegt was. Mechanische Teile. Wir gehen mal nochmal auf Essensrationen. Oh. Normalerweise sollten die mich sehen, wenn die echt sind. Aber die sind nicht echt. Sehr gespenstisch. Okay, wir schauen nochmal auf die Karte. Mal dahinter gehen. Schaut schon krass aus, ne? Oh. Sie müssen immer noch alles überprüfen. Krass, nächste Woche. Das ist wirklich krass, keine Ahnung. Ich bin auch vom Radioaktiven bin ich recht heftig verstrahlt. Ich finde es faszinierend, dieses Teil. Na gut, schauen wir mal weiter. Ich schaue jetzt schon oben. Ah, da. 119 Meter. 90 Meter. Ich laufe mal ein bisschen. Stacheldraht. Ist da jetzt überall Stacheldraht? Der Geigerzähler schlägt aus. Ah, okay. Nicht so gut. Moment, wie komme ich jetzt wieder zurück? Okay. Ich muss jetzt im Grunde. Ah, hier ist ein Durchgang. Hier ist ein Durchgang. Habe ich gedacht, hier im Spiel bellt ein Hund, dabei war das das Nachbarstier. Ich gehe nochmal auf alles. Nichts, ne?
läuft ein Film. Tatjana. Speichern. Das heißt, es muss irgendwo hier drin sein. Keine Ahnung, was es ist. Wir sind hier vorwärts. Sehe ich eigentlich schon sterben? Mir gefällt dieses Geräusch nicht. Ich glaube, ich muss in diesen Nachbarsraum rein. Dietrich, oh Mann. Da komme ich nicht rein. Irgendwie muss ich versuchen, da an was zu kommen, weil sonst wäre der ganze Ausflug umsonst. Hier vielleicht irgendwas? Ey Mann, es gibt hier so viele Räume und nirgends hatten wir irgendwas. Wir schauen jetzt einfach mal hierher. Hier sehe ich auch niemanden. Gehen wir mal da runter. Ich brauche unbedingt Essensrationen. Ich glaube, ich komme nicht drum rum. Ich muss mich mit irgendwem anlegen.
Okay, also wir kommen hier nicht weiter. Okay, dann lege ich mich jetzt einfach mal mit den Zweien an. Schau mal, ob ich die irgendwie befallen kann. Okay, ich denke mal, den einen kann ich ausschalten. Okay, los geht's.